Das japanische Haushofamt reicht am Dienstag für das Paar die notwendigen Unterlagen zur amtlichen Registrierung der Heirat bei den Behörden ein. Weil Komuro ein Bürgerlicher ist, ist Mago damit aus dem Kaiserhaus ausgeschieden. Die Eheschließung der beiden wird ohne die am kaiserlichen Hof eigentlichen üblichen traditionellen Hochzeitszeremonien vollzogen. Grund dafür ist eine Kontroverse um Geldstreitigkeiten in der Familie Komuros. Seit Jahren gibt es in Japan Berichte darüber, dass seine Mutter einem Mann Geld schulde, mit dem sie einmal verlobt gewesen ist. Viele Japaner empört der Gedanke, dass die Schulden der Mutter mit Markus steuerfinanzierten Mitgift in Höhe von umgerechnet gut 1 Million Euro beglichen werden könnte. Die Prinzessin verzichtet nun auf die Mitgift. Eigentlich haben die beiden schon 2018 heiraten wollen, doch war die Hochzeit wegen der öffentlichen Kritik verschoben worden. Die jahrelange Negativpresse hat bei Marco zu einer posttraumatischen Belastungsstörung geführt, wie das Hofamt kurz vor der Heirat der beiden bekannt gibt. Die frisch Vermählten wollen Japan verlassen und ihr Leben fortan in den USA verbringen. Komuro hat dort Jus studiert und arbeitet bei einer US-Anwaltskanzlei.